Yo, Pyros, was geht? Endlich ist meine Feuerwerksmarktbestellung eingetroffen, auch meine allererste Bestellung für 2016, 2017. Wir haben insgesamt 3 Pakete und die wiegen ungefähr 90 Kilo zusammen. Das ist echt einiges. Das ist auch bis jetzt meine größte Bestellung, die ich je getätigt habe. Aber es ist auch nicht meine einzigste Bestellung dieses Jahr. 2 Stück werden noch kommen. Einmal von Tosh Pyro und einmal von Pyroland. Ja, die werden auch noch auf jeden Fall folgen. Ich würde sagen, wir haben hier 3 Pakete. Ich suche mir jetzt direkt mal eins raus. Und dann fangen wir gleich mal an mit dem Unboxing und schauen, was ich so bestellt habe. Bis gleich. So, hier haben wir jetzt den ersten 30 Kilo Karton, beziehungsweise 28,8 Kilo. Ich würde sagen, wir machen das Ganze direkt mal auf. So, das Ganze müsste jetzt offen sein. Ich würde sagen, wir schauen direkt mal. Und dann ist auch schon der erste Karton offen. Bisschen Verpackungsmaterial ist zu sehen. Das räume ich direkt mal weg. So, das Verpackungsmaterial ist jetzt schon mal weg. Sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich fett aus. Beginnen wir das Unboxing und legen gleich mal los mit dem ersten Artikel. Und zwar haben wir da als erstes ein schönes Blister. Hier einmal Bombastica von Weco Premium Sortiment von denen mit verschiedensten Kanonschlägen. Bin ich mal gespannt, wie die so sind. Und ja, ich werde jetzt nicht so viel zu jedem Artikel sagen, weil das Ganze sonst eindeutig zu lang wird. Und ja, hier ist noch ein bisschen Verpackungsmaterial. Das machen wir auch noch direkt mal weg. Machen wir jetzt ein bisschen weiter mit dem kleinen Zeug zuerst. Hier mein einzigster Klasse 1 Artikel, den ich glaube bestellt habe. Hier zweimal Luftpfeifer von Leslie. Echt schöne Teile. Dann hier unten Reibkopfknaller von Nico, 20 Stück in der Packung. Hier haben wir zuerst 4 Packungen. Geht hier aber noch weiter. 5., 6. und die 7. Packung. Und hier noch eine Packung Reibkopfknaller nach Harzer 8 von Keller mit dem alten VPI-Zeichen. Dann machen wir links weiter. Einmal die 10er Vesuv-Packung von Keller. Echt schöne Vulkane für 5 Euro die 10er Packung. Dann hier was Fettes. Rocket Strike von Nico. Dieses Jahr zum ersten Mal. Bin echt gespannt, wie die Teile so sind. Freue mich auf jeden Fall schon mega auf die Teile. Da kommen wir jetzt auch schon zum ersten Raketensortiment. Hier die Diabolo JD8 von Jorge. Für 8 Euro echt sehr schöne Raketen. Einfach mal zum Testen mitbestellt. Dann hier einen etwas älteren Artikel. Einmal großer Böllermix von Keller. Hier mit alten Warnzeichen und mit dem Universumscover. Sind auch noch zugestopft, die Böller. Und ja, sehr schönes Teil. Habe ich auch noch bei Pyroland ein paar Mal bestellt. Dann machen wir mal bei den Bombenrohren weiter. Hier zweimal Defender von Panda. Müssten auch noch ein paar Packungen kommen. Dann hier einmal Speedbirds von Nico, dann zweimal Sunflower von Panda. Habe ich einfach mal zum Testen mitbestellt, war noch nicht teuer und ich finde solche Aufstiegsflieger immer ziemlich nice. Hier die gesagten fehlenden Packungen Defender, insgesamt jetzt 5 Packungen, hier nochmal 3-mal. Dann kommen wir jetzt auch schon zu den ersten Batterien. Haben wir hier einmal die Gold von Leslie. Sehr schöne kleine Batterie für 2,50 Euro. Hier haben wir das Ganze nochmal 2-mal. Und hier noch die 4. Gold. Dann hier noch eine Batterie von Panda. Und zwar die Golden Palms. Gleich aufgebaut wie die von Leslie. Bin mal gespannt, wo der Unterschied so ist. Auch 10 Schuss. Dann kommen wir jetzt auch schon zu etwas fetteren Batterien. Hier vorne die Samurai von Jorge. Mega heftige Batterie, auch mit kleinem Goldfinale. Das Ganze habe ich natürlich 2-mal mitgenommen, hat hier auch 19 Schuss. Dann hier Panda Phosphor, auch ziemlich heftige 30mm Batterie. Dann haben wir da hinten noch 2 richtig fette Cakes. Hier die Super Show 6 von Jorge, mega heftiges Kaliber, auch 30mm. Bin ich mal gespannt, was das Teil so drauf hat. Ganze habe ich auch 2-mal bestellt. Hier ist noch die 2. Super Show 6. Und ja, dann kommen wir auch schon zu
drei VEs hier enthalten. Ich hole die kurz aus den Kartons raus und dann sehen wir uns gleich wieder. So, hier haben wir jetzt die drei VEs. Wir öffnen direkt mal alle drei. Mein Schatten stellt die ganze Stadt aus dem Bett, holt meine Jackentaschen, sind komplett mit Böllern bestückt. Und so wird erstmal die Straße mit Konfetti geschmückt. Dämmerung, meine Liste zeigt Raketen hochschießen, all die bunten Sets aufgreifen, was ich so liebe. So, die Kartons sind jetzt offen. Leider haben wir hier die bekannten Stahlkäfige enthalten. Ich würde sagen, wir sehen uns nach einem kleinen Cut wieder, wenn das ganze Zeug weg ist. So, ich habe jetzt alle Drahtkäfige entfernt. Hat mich gut 15 Minuten gedauert. Ohne eine Blechschere ist das echt ziemlich mühselig. Wir machen direkt mal den ersten Karton auf. So, die erste VE ist jetzt offen. Viele kennen sie. Es ist die Brutus 3er VE. So sieht ein ganzes Teil nochmal aus. 36 Schuss. Schöne Salutbatze für 7 bis 8 Euro. Dann geht es jetzt weiter mit dem Karton. Hier haben wir enthalten eine 4er VE von der Summer Block 16. Auch eine ziemlich geile Salut-Batterie von Leslie. Dann kommen wir auch schon zur letzten VE. Auch hier handelt es sich wieder um eine Leslie VE, beziehungsweise um eine Salut VE. Und zwar haben wir hier dreimal die Tanker 16-4. Die schießt in zwei Salven immer 8 Salutschüsse auf einmal. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das Teil so an Silvester abgeht. So, dann ist auch schon der erste große Karton leer. Ich hole direkt mal den zweiten großen Karton und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt haben wir hier den nächsten großen Karton am Start. Machen den auch wieder direkt mal auf. So, das Ganze ist jetzt auch wieder offen. Hier schauen wir direkt mal rein. Da liegt noch ein Zettel. Den entferne ich gleich mal. So, jetzt ist das Ganze auch wieder offen. Ich entferne mal schnell das ganze Verpackungsmaterial. Das ganze Verpackungsmaterial ist jetzt weg. Viele erkennen auch schon hier links zwei fette Schinken im Seidenpapier. Die holen wir gleich mal zuerst raus. Hier haben wir zuerst den Xplode Old School Böller D-Schinken. Ziemlich fettes Teil, fühlt sich aber noch etwas feucht an. Werde ich auf jeden Fall ein Jahr, denke ich, lagern lassen bei mir, dass die dann auch nächstes Jahr schön trocken sind. So, dann machen wir gleich weiter mit dem anderen Schinken. Und zwar haben wir hier den ultra heftigen Thundercracker Schinken von Xplode. Und zwar sind es hier die Super Böller 2 im Schinken mit einer NEM von 464 Gramm. Der Karton sieht auf jeden Fall ziemlich fett gefüllt aus mit vielen verschiedensten Sachen. Wir fangen direkt mal an. Rechts hier mit der ersten Batterie, und zwar die Eligia, eine kleine Gao-Batterie. Dieses Jahr als allererstes Mal Gao bestellt. Bin ich mal gespannt, was die Firma so drauf hat. Dann geht es gleich rechts weiter. Und zwar hier zweimal die Lampe Aladina von Jorge. Sehr, sehr schöne Batterie für 4 Euro, auf jeden Fall auch empfehlenswert. Dann hier, erste Blackbox-Batze, hier die Doc 12, sehr schöne Batterie, aber sind ja so ziemlich alle Batterien von Blackbox. Dann hier was Fettes, Xplode 5, ist leider irgendwie etwas feucht geworden hier, muss ich auf jeden Fall auch noch trocknen. Dann hier unten ein kleines Päckchen. Und zwar haben wir hier enthalten eine Packung von den Xplode Oldschool Böller D noch so zum Testen, damit ich nicht gleich den Schinken anbrechen muss. Und ja, mal schauen. Dann geht es gleich weiter mit den Böllern. Hier zweimal roter Corsair von Fire Event. Dann hier einmal der King, auch von Fire Event. Dann kommen ja zwei Batterien, die ich auf jeden Fall nicht bestellt habe. Hier die Bubble von Jorge, wahrscheinlich Ersatzartikel. Ich schau mal kurz nach. So, ich habe gerade nachgeschaut, das Ganze ist ein Ersatzartikel für die Exclusive Collection von Jorge, und zwar die kleine Goldbatterie. Und zwar habe ich die Bubble, müsste noch ein drittes Mal vorhanden sein. Als nächstes haben wir hier nochmal eine Lampe Aladina. Hier direkt noch die vierte, hat mich einfach mega überzeugt auf den Videos, weshalb ich die mir so oft auch bestellt habe.
Dann sehe ich da auf jeden Fall noch die letzte Bubble. Hier ist das Teil, wie gesagt, Ersatzartikel für die Exclusive Collection. Gleich aufgebaut von Jorge. Bin mal gespannt, wie dieser Effekt von der Bubble jetzt hier ist. Dann machen wir weiter mit den Vulkanen. Hier als erstes ein Jorge Color Vulkan und hier den Lucifer Gold von Panda. Hier haben wir nochmal zwei Lucifer in Gold. Und ja, hier haben wir dann die Gundam von Gao, eine etwas größere Batterie. Dann hier unten was sehr schönes, Chinaböller B von Keller mit dem Münchhausen Cover. Wird auf jeden Fall auch aufbehalten. Dann auf jeden Fall noch zwei fette Batterien von Gao. Hier einmal die Fluffy Willow. Und hier noch ein zweites Mal. Hat mich auch ziemlich überzeugt für den Preis von knapp 8 Euro. Dann die letzten Vulkane. Noch hier der vierte Lucifer Gold von Panda. Hier einen Crackling Vulkan von Jorge. Und hier noch einen Gold Vulkan auch von Jorge. So, zwei Artikel haben wir jetzt noch enthalten. Der erste wäre hier die Schwarze Witwe von Blackbox. Und der zweite Karton ist auch wieder eine VE. Und zwar ist es eine Gracia VE von Leslie. Ich packe das Ganze direkt mal wieder aus. Befreie es von dem Drahtkäfig. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das Ganze haben wir jetzt hier auch endlich entfernt. Öffnen das Ganze mal und schauen noch kurz rein. Da kommt doch schon was mega Fettes auf uns zu. Hier jetzt einmal die Gracia. Mega heftiges Kaliber. Echt riesiges Teil. Das wird auf jeden Fall ein richtig heftiges Crackling Inferno geben. Bin echt mal gespannt drauf, was das Ganze so kann. Dann gibt es auch schon den letzten Karton. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, hier jetzt das letzte Paket. Hat auch wieder 28,6 Kilogramm. So, der letzte Karton müsste jetzt auch offen sein. Ja. Jetzt habe ich auch alles schön aufgemacht. Dann fällen wir auch wieder kurz hier das Verpackungsmaterial. So, dann würde ich sagen, Verpackungsmaterial ist weg. Suchen wir uns gleich mal den ersten Artikel raus. Haben wir hier die erste Yorgi-Batterie aus der Big Bang-Serie. Und zwar die Mars 16 Schuss-Batterie. 5 Euro. Dann hier die Cassiopeia. Auch aus der Big Bang-Serie. Kostet auch so 4-5 Euro. Die haben wir auch mehrmals bestellt. Hier noch die anderen zwei, also insgesamt drei Stück. Dann geht es ja jetzt mal wieder mit ein paar Böller weiter. Hier einmal die drei Riesen von Nico. Und hier die kubischen Kanonschläge von Pyroart. Dann hier ein Raketensortiment, echt ziemlich klein. Hätte ich mir auf jeden Fall größer vorgestellt. Und zwar hier die Glitter- und Glamour-Raketen von Leslie. Hier so Treiber-Raketen mit einem schönen Effekt. Dann sehen wahrscheinlich schon viele hier einige Space Twister rumliegen. Ich würde sagen, die holen wir gleich mal raus. Das sind hier die aus der Dreierpackung. Haben wir insgesamt 7 Mal. Hier die ersten zwei. Hier nochmal 3. Und hier noch die restlichen 2 Stück. Das sind echt sehr schöne Teile. Dann hier noch die zweite Golden Palms. Hier hinten ein Feuertopf in Gold von Panda. Dann hier die erste Hypnotica, mega schöne Batterie mit roten Blinker. Dann hier ein kleines Display. Und zwar sind hier 24 Packungen Moskitos enthalten. Schauen wir auch gleich noch rein. Hier haben wir auch noch mal ein Display mit den Moskitos. Machen hier dann weiter mit der zweiten Hypnotica von Blackbox. Hier habe ich noch ein kleineres Paket gefunden zwischendrin. Schauen wir mal rein, was hier enthalten ist. So, ich habe das Ganze jetzt hier noch kurz aufgeschnitten, damit es schneller geht. Hier haben wir enthalten einmal Super Böller A von Keller. Hier mit dem polnischen Backcover und noch schön den Münchhausen Cover. Dann geht es mal mit den fetten Kalibern weiter. Mega heftig. Amazing Night von Gao. Ihr seht es vielleicht. Die ist bockig schwer, die Batze. 19 Schuss und ja, 30 mm glaube ich. Sieht auf jeden Fall danach aus. Wir haben jetzt hier noch 4 Gao-Batterien enthalten. Ich habe es ja gesagt, echt viel Gao mit dabei. Hier haben wir noch eine Diamond 3. Auch mega fettes Teil. Wieder 30 mm Kaliber. Dann sehe ich da unten noch ein paar kleinere Artikel. Hier einmal ältere römischen Lichter von Keller.
Dann hier noch zwei Packungen Moskitos. Und hier einmal Luftschlangen. Hätte ich gewusst, dass es die alten römischen Lichter sind, hätte ich auf jeden Fall mehr mitgenommen. So, jetzt würde ich sagen, machen wir noch kurz die zwei Displays auf. Können wir direkt hier mal machen. Beziehungsweise eins reicht eigentlich zu öffnen. Ist ja dasselbe drin. Und zwar hier richtig schön 24 Packungen von den schönen Moskitos von Leslie. Hier die Memories mit den fetten Salutschlägen. Weshalb ich mir die auch zweimal bestellt habe. Hier noch die zweite. Musste ich einfach mitnehmen. Jetzt die letzte Batterie für das Unboxing. Auch hier nochmal eine richtig fette. Und zwar die Amsterdam 30mm Fächerbatterie mit 25 Schuss. Und ja, 500 Gramm NEM müsste das Teil haben. Echt ziemlich fett. So, jetzt ein Karton haben wir hier noch enthalten. Man erkennt es auch schon, Blue Star. Ich hole das Ganze mal noch kurz raus. So, hier haben wir jetzt den Karton. Öffnen wir direkt mal und schauen rein. So, der letzte Karton müsste jetzt offen sein. Schauen natürlich direkt rein. Ja, und enthalten haben wir jetzt hier 12-mal mega fett Blue Star Bombenrohr. Habe ich dieses Jahr das erste Mal 50 mm und werden leider ja nächstes Jahr schon verboten. Ich habe bei Torspüren mir noch ein paar in Gold bestellt, aber seht ihr dann in dem nächsten Unboxing. Ja, dann würde ich sagen, gibt es jetzt noch eine kleine Gesamtübersicht. Schauen wir mal, ob wir alles aufs Bild kriegen und dann sehen wir uns gleich wieder. Nach einer gefühlten Ewigkeit haben wir jetzt hier alles aufgebaut. Ist auf jeden Fall einiges geworden. Hinten die ganzen Batterien aufgebaut. Ist auch der Großteil meiner Bestellung gewesen. Rechts natürlich auch die ganzen Diamond-Bombenrohre. Ich gehe jetzt hier auch nochmal kurz nah an die ganzen Batterien hin. Viele doppelt. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Amsterdam und auf die Krasia. Sind beides ziemlich fette Teile. Und ja, hier ein bisschen Kleinzeug ist auch dabei. Was sich vielleicht viele fragen, ich habe nur zwei Raketensortimente eingepackt. Und zwar einmal die Diabolo JT8 und da hinten die Glitter- und Glamour-Raketen. Keine Sorge, bei Tosh Pyro habe ich noch ein paar fette Raketensortimente bestellt. Und ja, vergiss nicht zu abonnieren, um nicht die Tosh Pyro Bestellung und die Pyroland Bestellung zu verpassen. Testvideos werden natürlich alle folgen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, haut rein und ciao.